Oh, Grüße. In diesem Video geht es mal wieder um dieses Wunderwerk der Technik, was man irgendwie zurzeit zwischen ja, 35 und 70 Euro kaufen kann. Ja, heute will ich halt einfach mal nur so ein paar ganz normale Videos machen in den verschiedenen Modi, also in Full HD, HD, 680x480, was auch immer. Richtig, und dann werde ich auch am Ende mal selber sehen, wie das aussieht. Weil auf dem Display sieht eigentlich alles immer gleich aus. So, das ist jetzt ein kleines Video in Full HD. Ich weiß nicht, auf dem Display, ja, da sieht eigentlich immer alles irgendwie ein bisschen gleich aus. Ich habe mich für das Video einfach mal hier so bei uns einfach irgendwo hingesetzt. Kann ja auch mal versuchen zu zoomen. Das werde ich mal mit Stativfuß versuchen. So, was haben wir denn hier? So. Okay. Also der Zoom reagiert auf jeden Fall super langsam. Gut, ich werde nebenbei eine rauchen, weil ich werde jetzt in allen Auflösungen Video machen. Ich hoffe, der Ton ist auch brauchbar. So, dafür habe ich hier mein Handgriff vom Stativ. Wir zoomen mal da oben aufs Dach, wenn er irgendwann mal zoomt. Oh Gott. Nicht so geil. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar mehr Videos machen, aber oh, yeah. Das Video ist diesmal im HD-Modus. Irgendwie sieht wirklich auf dem Display einfach mal alles gleich aus. Ich habe mir jetzt auch einen Tag rausgesucht, wo es wirklich nicht schön ist vom Wetter her. Also die Sonne scheint auch nicht, überhaupt nicht. Richtig räudig fürs Wochenende, was soll denn das? Jetzt versuchen wir mal an die Aufkleber hier ran zu zoomen. Ich weiß nicht, also auf dem Display sieht es nicht so geil aus. Ne, auf dem Display sieht es wirklich nicht geil aus, gerade wenn man zoomt. Aber die Endergebnisse sieht man ja erst auf dem Rechner und die werdet ihr dann auch sehen. Wie gesagt, der Camcorder hat irgendwas um die 35, zwischen 35 und 70 Euro gekostet. So, jetzt sind wir auf 640x480 und ich muss sagen, auf dem Display hat sich. Oh doch! Diesmal hat sich was verändert. Auf dem Display sieht es richtig räudig aus. Weil zwischen HD und Full HD sieht man überhaupt keinen Unterschied, aber das sieht auf jeden Fall richtig räudig aus. Wir zoomen jetzt mal ran hier. Oh Gott. Okay, wir müssen jetzt auch schon wesentlich weiter zoomen. Oh, aber jetzt sieht es. Oh. Weiß nicht, ich sehe da jetzt nicht so den Mega-Unterschied. Ich muss da halt gerade nur wesentlich weiter zoomen. Gut, das waren erstmal so zwei kurze 1-Minute-Videos, ein bisschen über 1 Minute, damit ihr euch mal ein Bild von dem Ding machen könnt. Ich werde das vielleicht auch noch mal des Öfteren in Benutzung haben und noch ein paar Videos damit machen. Aber es kommt halt drauf an, inwieweit
wenigstens der Full HD oder HD Modus brauchbar sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war meine Kippe. Ups. Bis denn dann. Ciao.